Jo Leute, hier ist Silent und wir machen wieder eine Quest, diesmal von einem ganz ganz anderen Spiel. Es nennt sich Fairy Tail Portable Guild und es ist was ist es eigentlich? Es ist so von einer Manga-Serie und ist auch noch cool, da gibt es so eine Online-Halle, da wo wir jetzt gerade sind und wir können auch gemeinsam Quests machen. Das Beste hier dran ist mein Name, S. Das kommt davon, dass ich keine Ahnung hatte, was eingeben wo am Anfang. Da habe ich einfach einen Buchstaben genommen und den falschen Knopf gedrückt und zack, schon hatte ich diesen Namen. Mein Kollege, der hat keine Ahnung, der hat einfach ein paar Buchstaben ausgewählt und ja, so sieht sein Name aus, keine Ahnung, was das heißt. Und ja, wir machen jetzt einfach diese Quest, ist noch cool. Es macht echt noch Spaß. Spiel ist mal Abwechslung. Und ja. Queststart! Yay! Also es ist bis jetzt halt auch nur auf Japanisch, aber das ist auch ganz okay. Ah, scheiße, voll fail. Also ja, man kann da mit irgendwie bis zu, man kann eigentlich mit bis zu wie sagt man, wie viele verschiedenen Charakteren kann man spielen, glaub bis zu irgendwie 40 verschiedene oder 30 verschiedene Charakteren sind möglich. Und ja, mein Kollege ist schon vorgelaufen. Ah, ich bin langsam. Leider kann man in diesem Spiel nicht rennen. Das ist der Kack. Das ist das Nervende. Und ja. Wo ist der Boss? Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Das sind zwei. Doch, jetzt weiß ich, wo er ist. Dort, wo mein Kollege ist. Ja. Also wir sehen hier einen riesen fetten Affen. Der nervt. Nur leider haben wir Feuer. Sind wir Feuer und er ist Eis. Und ich habe gerade verfehlt. Das ist auch gut. Oh, scheiße, ey. Scheiße. Ja, der Fett hat vielleicht das Gebiet. Das können ja die Monster im Monster Hunter auch. Und ja, mal schauen, ob er hier ist. Nur leider kann man ihn irgendwie nicht painten oder so. Oder ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Da ich ja kein Japanisch verstehe, oder? Aber wir haben ihn gefunden. Yay! Und da ist der Fetzer auch schon. Da verliert aber ganz schön viel Leben. Hm? Verpiss dich, du kleiner Affe. Ah, scheiße. Ey, der Wechsel ist aber ein bisschen viel, das Gebiet. Das ist sonst normalerweise nicht so. Und ja. Oh, scheiße. Ja, das ist unter anderem eines der Spiele, das wir gespielt haben, wenn wir keinen Bock auf Monster Hunter mehr hatten. Fairy Tail, Hexiforce und God Eater waren da dabei. Nur, ja. Jetzt kann ich was Cooles machen. Das nennt sich das hier, genau. Jetzt muss ich wie behindert den Knopf rund um Kreis drücken, meine ich. Und das war ein neuer Rekord, würde ich sagen.
Ja, und jetzt schlagen wir ihn 30, 40, 50, 50 Mal und der Affe ist tot. Ja, dann danke mal fürs Zuschauen, Leute. Das war nur ein kleiner, also Einführung wollten wir euch nur geben. Ja, der Affe nervt. In diesem Game, also in diesem Spiel wollen wir euch nochmal zeigen, wie es ist. Wenn ihr mehr Videos wollt, also wenn ihr gerne mehr sehen möchtet, schreibt es bitte in die Comments. Wenn es das Spiel euch nicht so gefällt, also ist kein Problem, sagt es einfach. Und ja, wir schauen ja, was wir dann machen. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum